Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft Burning Crusade. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. In der Zeit habe ich auch nicht aufgenommen, weil so viel Stress wie man hat. Wer kennt das ja, denke ich mal, selber. Na, da muss ich, denke ich mal, nicht viel zu sagen. Und jetzt bald steht schon das Nest-Event vor der Tür. Ist ja bald Silvester. Und auch in WoW gab es ja, oder gibt es immer noch, es gibt immer noch die Weihnachtswoche. Ich habe vergessen, ein Fenster zuzumachen. Ja, das ist ja jetzt doof. Ich mach mal gerade das Fenster zu. Moment bitte. So, und wieder zurück. So, in WoW gibt es ja auch die Weihnachtswoche. Damals zu Burning Crusade gab es das auch schon. Da konnte man dann nämlich nach Eisenschmiede. Ähnlich wie heute. Und, ich hätte Brot gefunden. Und, oh gut. Ach, ich muss da nur, okay. Und nach Eisenschmiede und die Geschenke auspacken. Ab dem 25. weil das ist an das amerikanische Weihnachtsfest angelehnt. Weil die haben ja erst Bescherung am ersten Weihnachtstag. Und hier ist das ja so, dass man am 24. am Abend Weihnachten feiert, beziehungsweise Bescherung macht. Also zumindest ist das bei uns so. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist das meistens am 24. abends, dass man da zusammenkommt mit der Family. Sich dann beschert. Und hier von dem Support-Team hat man dann Schneebälle bekommen. Schneeflocken und ich habe eben noch was gesehen. Hier. Frische Tannenzweige. Jeder Charakter zugeschickt bekommen. Zum Beispiel gerade gucken. Wir müssen jetzt laut Tompom müssen wir ins, ich glaube, Steinkrallengebirge ist es. Ja, Steinkrallengebirge. Ja, hat sich da einer angeschlichen. Anscheinend will er nicht kämpfen. Der Lump. So. Okay, ein bisschen schneller laufen. Gehen wir mal einen Steinkrallengebirge. Da kommt man nämlich durch so einen Tunnel. Der Weg frei kämpfen hier. Aber die Gegner sind ja Pillefits und ja. Guck mal da hingehen. Das ist lang genug gedauert. Also, ich würde sagen, was hat der denn für komische Buffs? Haben wir neu. Und jetzt bald, ich weiß gar nicht, wann genau kommt auch Legion raus. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er schon draußen wäre. Oh gut. Ich glaube, hier irgendwo ist, wo ich den da gerade sehe. Irgendwo ist, entweder ein Questpunkt, für die Horde. Ich glaube, das ist nämlich ein NPC für die.
Ist hier nicht. Nee, sieht nur so aus. Irgendwo hier gibt's auch den Punkt für das PvP, Startgebiet, ähnlich wie im Arati-Becken. Aber ich weiß nicht mehr, wie hieß Rossum? Kriegsschmundschlucht? Puh. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich bin gar nicht nah. Moment. Gucken. Karte. Alterer. Der Alterer ist das große. Arati-Becken. Ich glaube, Arati-Becken. Ja, Arati-Becken ist das, was es in der Nähe von Dalaran gibt. Also von dieser komischen Kuppel. Und ich glaube, Kriegsschlucht ist das, was es hier irgendwo gibt, den Eingang dazu. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch gibt, dass es den Eingang dazu gibt. Dann konnte man sich nämlich hier auch anmelden damals. Es sah nämlich so ähnlich aus. Aber hier ist halt der Weg zum Steinkrallengebirge. Lang, lang ist her. Ist auch Neuland für mich. Habe ich auch noch nicht gemacht, hier gequestet. Steinkrallengebirge, meistens bin ich mal durchgeritten oder drüber geflogen. Aber gequestet habe ich da noch nie. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe viel gequestet. Aber nachher ist man ja nur noch so durchgerusht. Durch die Level, sag ich mal. Momentan bin ich auch am gucken für ein neues Spiel. Black Desert heißt das. Das sieht auch ganz interessant aus. Das ist auch ein MMO, allerdings muss man das nicht monatlich bezahlen, sondern nur einmal. Und man kann das schon vorab kaufen. Es gibt drei Versionen. Ich glaube für 20, für 40 und für 100 Euro. Je nachdem, was man wählt, bekommt man dann verschiedene Zusatz. Gimmicks hört sich doof an. Zusatzsachen, ja. Wie extra Haustiere, Titel. So ähnlich wie damals hier bei. Ah, wer ist das denn? Von Blizzard. Ich glaube, es ist auch dieses Spiel hier, so ähnlich wie. Wie LOL. Aber man hier um den Namen kommt. Naja, ist ja egal. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Irgendwas mit Heroes. Na gut. So ähnlich ist das auch. Und dann ist das gestaffelt. Je mehr man, also je mehr Kohle man bezahlt, desto mehr kriegt man für sein Geld, sag ich mal. Ich glaube, das mit 99 Euro, da kriegt man dann, unter anderem so verschieden aussehen für seine Kleidung gesehen. Was gab's denn noch? Verschiedene Reittiere. Oder Stall, Platz für Reittiere. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Auf jeden Fall, ich hatte mir schon ein paar Let's Plays angeguckt und das sieht ziemlich gut aus, auch von der Grafik. Man kann vieles an seinem Charakter, also den viel individualisieren. Das hat mir sehr gefallen und bin momentan überlegen. Wenn ich es mir hole, versuche ich auf jeden Fall auch mal ein Let's Play davon zu machen. Weil, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber gut, zurück zu Sammy und Dean. Wie gesagt, was ich hier machen muss, weiß ich gar nicht, weil so groß sieht das Gebiet. Oh, da ist mal. So groß sieht das Gebiet gar nicht aus.
erstmal mit. Ja, ich habe eine Tasche, aber keinen Platz dafür. Das ist auch gut, ne? So, Spinnenseide. Also, ich dachte, das wäre das gleiche gewesen. Gucken, können wir das jetzt vielleicht verkochen? Dann haben wir das schon mal weg. Wir haben kein Feuer. Nein, können wir nicht. Okay. War ja auch ein Ding gewesen. Gut, ich bin. Ich weiß gar nicht, was man muss mit damals Steinkrallengebirge machen. War dann hat denn das nicht irgendwas mit Attraktion? Nachher. Wenn ihr irgendwas abholen müsst oder so. Bringen noch. Ein Plan. Toll, hier bin ich so ein tolles Gebiet klatschen, ne? Wo Mobs denn die noch nicht mal EP bringen? Dann lassen sie mich aber auch nicht angreifen. So, das sieht ja ganz gut aus. Wupp. Wir haben es gleich geschafft. So, 20 geht. Och, dafür müssen wir. Ja. Okay. So eine ähnliche Quest gibt es auch für die Horde, aber da muss man. Ach, heißt das? Hinterlande. Die muss man Greifen töten. Habe ich schon mal mit der Horde gequestet. Ah, okay. Mit der Horde gequestet. Ein paar Atlas hätte ich mir auch gemacht. Und irgendwann gehe ich da nochmal mit meinem Allianzleiter hin und denke, verdammt, warum kann ich die Greifen nicht töten, weil den konnte man auch ledern. Ja. Was mir dann auffiel oder einfiel, ich von der Allianz bin und eigentlich, ich ganz gut verstehe mit den Greifen. Ja, die haben ja ziemlich. Oh, was ist das denn? Also, solche Dinge gab es auch in Desolate. Geht auf. Von Handwerkers. Aber besonders viele sehe ich jetzt nicht hier. Muss ich auch mit allem anlegen, ne? Unglaublich. Unglaublich. Ich dachte, wir sind tot. Mal gucken, ob man hier hochgehen kann. Nö. Ich will mich das Ding dann hinführen. Oh Mann. Hauptsache durchhacken. Ja. Na, ich bleib mal hier oben am Rand. Vielleicht habe ich dann Glück und nicht so viel zum Kämpfen. Ich hack einfach durch. Komm mal, was soll er? Wir hacken einfach durch. Die gute WoW-Strategie. Einfach durchhacken. Bis man keinen Feind mehr sieht. So machen wir das. Da habe ich noch einen gesehen. Ja, die Spinne, guck zu. Auch manchmal lustig. Ach, falscher Knopf. Ja. Das wird nicht anzugreifen.
Natürlich gibt es, es gibt immer so. Das ist ein lustiger Bug hier auf dem Server. Je nachdem, wie weit man wegsteht, ist man zwar im Kampf, aber die kommen nicht. Doof, ins Magier sind. Oder Fernkämpfer allgemein. Dann funktioniert die ganze Chose schon wieder nicht. So, einfach noch eine. Und so komisch um Dinosaurier. Okay, aber gut. Piu, piu. Schaut ab. Ein 40% vom Level haben wir schon wieder. Ich frag mich, wo ich den ganzen Müll herbekomme. Ja, ich bereue es gerade, die ganzen Sachen aus dem Briefkasten geholt zu haben. Vielleicht können wir gleich auch da, wo man abgeben kann, war ja hier in der Nähe, habe ich gesehen. Verkaufen, hoffe ich jetzt einmal. Oh, kann man sogar schon was abgeben. Mal direkt mal gucken, vielleicht können wir unsere Taschen dann auch direkt leer machen. Das würde sich anbieten. Und da kostet auch. Vielleicht lohnt sich. Hier war eben der. Na gut. Vielleicht gibt es zwei Punkte. Bei der TomTom ist natürlich wieder unschlüssig, wo es sich hinschicken soll. Ich bin ja immer davon überzeugt, dass es gute Sachen gibt. So, Meisterlampe. Ja, das sind die besten Quests. Seid ihr aber groß? Nein. Ach, jetzt haben wir eine Quest für die komischen Typen. Ein Eisenschmiede. Alles klärchen. Kann man nicht verkaufen, ist ja doof. Okay, also müssen wir sogar jetzt questmäßig nach Eisenschmiede, das finde ich doch toll. Und irgendwann, es gibt ja diese komische Quest hier, den Eldschritten da. Könnte Horle sein. Wie heißt er denn? Rudolf? Rudolf. Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, aber ich glaube ja. Hallo. Nein. Endlich wollte ich was kaufen. Naja, egal. Was soll's, was soll's. Hier müsste es auch so einen Mammut geben. Zack, drauf verkaufen, weiter questen. Das fand ich immer so toll mit den Pings. Konnte man seinen ganzen Unrat loswerden und dann weiter questen. Menge Zeit gespart. Töten wir hiervon ein paar, bis die einen wieder respawned sind. Das wollen wir auch so lang machen sonst. Na gut, du müssen halt töten, das ist. Das kriegen wir hin. Auch wenn die wahrscheinlich nur von den 10 sagen wir 2 Stück EP bringen. So können wir doch sagen, wir haben in Steinkrallengebirge gequestet. So. Schauen wir uns ein bisschen gerade zur Seite. Dann questen wir beim nächsten Mal weiter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Danke. Tschüss.